Das weiß ich nicht. Wie viele Pflegekinder wohnen denn bei Ihnen? Nein, wir sind nicht die Pflegeeltern von Michael. Wir helfen ihm nur ein bisschen. Sie kriegen vom Amt kein Geld? Nein, nein. Und Sie geben ihm was zum Essen und kaufen ihm etwas zum Anziehen? Das, was Sie machen, ist sehr nett. Aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie eines Tages aufwachen und er ist weg. Wie meinen Sie das? Als ein Ausreißer. Das haben die mir gesagt, als sie mir damals weggenommen haben. Ganz egal, in welches Heim die ihn gesteckt haben, der Junge ist nachts aus dem Fenster raus und wieder zu mir gekommen. Es war egal, wo ich war. Der Junge hat mich immer gefunden und sich um mich gekümmert. Ich hatte gesundheitliche Probleme. Mrs. Auer, hat Michael noch einen anderen Geburtsnamen? Proctor. Das war... So hat sein Daddy geheißen. Und wo ist er? Habe ihn nicht mehr gesehen, seitdem er damals weg ist. Wann war das? Ein paar Tage nach Mikes Geburt.